Ich will meine eigene Hand zerstören, bevor ich hier irgendeine Technik zerstöre. Yo, ich bin ein Profi. Ich Profi nur mit B, so wie Brody. So, schau uns die Video an von Hungriger Hugo. Er war bei Stern TV und was hast du erreicht? Ich war im Kino. Das ist besser als Stern TV. Cool, let's go. Schauspieler Brody, ja. Wenn er spielt, schauen tausende Menschen zu. Montana Black ist der erfolgreichste Livestreamer. Trimax. Ey, so gut gestellt, erst ein paar Sekunden schon feier ich. Doch das allein reicht nicht. Nicht als wir Marcel zum ersten Mal begegnen, fällt es schwer, es zu glauben. Der ist nicht gerade. Er hat Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte. Mit 42 Jahren. Ich finde. Ja. Genau. Wo bin ich? Oh no. Weswegen ich, also dass die Antwort ist mir auch, also nicht so. Doch Marcel Ehres hört nicht auf. Seine Internetkarriere ist eine Erfolgsgeschichte. Das war gerade die Klickstoff von Hunger Hugo, wahrscheinlich von ihm selbst, oder? Oder? Oh, doch schon viel. 65.000 am Tag, 310 Millionen, doch könnte schon von Monte selbst sein, doch. Volksgeschichte. Wenn Zusammenarbeit beruht auf Zusammenarbeit bedeutet ja auch, dass zwei Leute zusammenarbeiten. Die Corona-Krise hat ihn finanziell nicht. Zusammenarbeit. Es ist so lustig geschnitten. Oh mein Gott, ich lache mich tot. Geschadet. Mit Beschwerden über die Corona-Maßnahmen hält er sich zurück. Die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wenn ich ins Restaurant gehe, zu billig, warum muss der dicht machen? Einfach, Digga, ist alles nervig einfach. Memo sein Laden. Ist einfach ein Witz, Digga. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Nice, danke. Perfekt, Digga. Und hier ist sein Gaming-Raum. Total verdreckt. Überall stinkt es. Vier Bildschirme, vier Punkte gleichzeitig. An alle, die ihm nacheifern wollen, hat er eine Botschaft. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta, Digga. Ein ganz großer Durchbruch. Ja, erst Müsli und dann Zahnpasta. Oh mein Gott, das ist ja mega funny. Okay, ich glaube, bisher witzigste Video von Hungry Hugo. Wirklich, glaube ich, witzigste Video bisher. Schafft Montana Black mit dem Spiel Fortnite. Fortnite, Hutensohn, piss dich! Ein Spiel, das Menschen weltweit vor die Spielekonsolen lockt. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, meine Mutter. Durch das große Interesse an dem Spiel werden seine Streams millionenfach angeschaut. Seine Internetkarriere gibt Marcel 2020 plötzlich auf. Stattdessen schließt er seine Ausbildung in einem Baumarkt erfolgreich ab und bekommt als Belohnung dieses Zimmer auf dem Dachboden. Er verkauft sein Zuhause und sein 570 PS Auto und lebt glücklich in dem neuen Zimmer auf dem Dachboden. Dann gab es da noch solche Seiten wie ICQ. ICQ hat er mir ein Bild geschickt von seinem Dödel und hat geschrieben, seine Oma und Opa sind weg. Er hat sturmfrei, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Oh, Anna, mach ich auch mal, oder? Oh, wie ist denn nur bei ICQ? Oh nein! Ich dachte, die Lampe. Monte hat mir vorher eine übelst lange Geschichte erzählt, dass er mal glücksspielsüchtig war und so weiter und so fort. Dann rennt er rein in diese Bowlinghalle. Hallo? Und links gab es so einen Glücksspielautomaten. Und er so, ja, ich bin jetzt erstmal kurz weg. Servus Leute, heute auf jeden Fall wieder Florian mit dabei. Oh nee, was ist denn hier los? Da oben ist ja Olli, Alter. Oh mein Gott. Wer ist das? Kenn ich den nicht. Florian mit dabei. Jo, Olli auch wieder am Start. Ja, Leute. Heute decken wir wieder mal einen Pädophilen auf. Hoffentlich nicht mich. Was macht denn der da? Hä? Was ist da los? Oh nein! Auf den Spanier. Heute ist ein guter Tag, dass sie macht, was sie sagt.
Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen. Und, die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern-TV. Papa, dass du jetzt hier wieder reinkommst und reinschreibst, nie gucken die. Also, wann warst du das letzte Mal am Mittwochabend bei Oma und Opa um 23 Uhr? Hä? Auch da, Papa, der Rückwärtsgang und Abfahrt. Tschüss. Ja. Schleimix hier. Darf man das auf Twitch zeigen? Was? Einen steifen Hundepenis? Einen steifen Hundepenis? Hey, warum diese Frage? Hä? Was? Das ist ja richtig random. Digga, lass mich sprinten! Jetzt wird's Zeit, den Stream auszumachen. Ey, zum Glück, wenn ich wütend bin, hau ich nur auf den Tisch. Ich hab noch nie das Verlangen gehabt, wenn ich wütend war, auf den Bildschirm zu schlagen. What the F? Hab ich noch nie gehabt in meinem Leben. Wirklich noch nie. Bin noch nie auf die Idee gekommen. Oh mein Gott. Ich will meine eigene Hand zerstören, bevor ich hier irgendeine Technik zerstöre. Bei 9 Sekunden stoppen. Doch, mein Vater. Stopp, bei 1,50. Du trinkst du normalerweise plus Wasser, Energy und Kaffee? Ja, schon. Aber ich habe mir zu meinem Geburtstag mal was gegönnt. Ja, jetzt war es nächste Woche, aber... Das ist der beste Abnehmtipp, den es überhaupt gibt, okay? Vor jeder Mahlzeit ein Stück Obst, Gurke, Paprika, Karotte und ein Stück Obst. Gemüse. Perfekt pausiert auch gerade. Ach, Mann. Obst, Gemüse. Okay, ich habe verstanden. Ah, er hat auch noch passiert, okay. Ach, Max, nicht schon wieder, oder? Hast du schon wieder ein Loch unter deiner Achsel im T-Shirt? Nö. Doch. Doch, hast du. Ja, nein. Das haben mir gerade 3 Leute unabhängig reindonatet. Max, warum? Ja, hab ich nicht. Ah, doch, hat er. Er hat auch ein Loch da drin. Guck die andere Seite nach. Auf der Seite hat er auch ein Loch, auf der anderen hat er auch ein ganz kleines Loch gehabt. Er kann dann ein Loch haben. Dreht er die Shirts so oft dann oder was? Wie kann das passieren? Durch die Reibung? Ich habe nie da ein Loch bekommen. Was? Ich bekomme ein Loch an meinem Zeh unten, aber nicht hier oben. Fragen, ob du Lust hast, Gartic Phone zu spielen. Das hört sich echt nach einem guten Plan an, mit Trimax das zu spielen, aber ich habe auf dich keinen Bock, also bin ich raus. And we're gonna let it burn, 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 burn. Aber die Stelle hat er schon, habe ich schon bei Sascha gesehen. Da kam sie auch schon vorher. Mit Quellen belegen, die ich euch natürlich wieder transparent und übersichtlich verlinkt habe. Es gab immer wieder Gewalt gegen JournalistInnen. Was sagt die Wissenschaft? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ey, hast du mich runtergekickt, du kleine Fotze? No. Moin. Monte gefällig? Halsmaul. Halsmaul. Der Kleine, mal wieder ganz groß, mit Monte. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Meine Freunde, die neuen Liste machen. Oder waren die alle? Werbung ist so alt, kenne ich die überhaupt? Oh mein Gott, die kenne ich. Ach Mann, ich dachte, der hat keine Freunde. Nee, nur noch, ja, die ist im Bett. Ja. Ey, ich find's immer noch witzig, wie Leute nicht wissen, dass Kool Savas ist der Halbtürke? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde das so witzig, wie manche Leute das einfach immer noch nicht wissen. Es geht um einen beispiellosen Diebstahl. Haben unbekannte Täter Anfang November etwa 6,5 Millionen Euro Bargeld erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Einbruch professionell geplant und durchgeführt. Dieser Typ, der seine eigene Bowlingkugel mitbringt. Lass mir einer sagen, ne? Ich würde Hose ausziehen. Das kann man. Ach nein! Ach nein! Aber hat er das wirklich gestreamt? Nee.
War doch ein Video vom, oder? Ich hätte voll Schiss auf OmmeTV oder so, das zu streamen. Da will ich doch gebannt werden. Wegen den ganzen Schlongatius oder nicht. Also beim Stream hätte ich da schon ordentlich Schiss. Also Video aufnehmen geht ja noch klar, kannst du ja rausschneiden noch, aber streamen, da geht's gar nicht. Oh Gott, es leckt's gerade wieder, Leute, sorry. Internet spinnt gerade wieder rum. Ey, wo davon wollte ich kümmern? Ich hoffe, die kümmern sich noch drum jetzt. Falsch. FBI, Kieskauer mit dem Zweier, mein Geburtstagsgeschenk. Kauf dir was Schönes. 1 Euro, danke dir. Kuss, Kuss. Und zwar suche ich ein Land, ein ganz bekanntes Land. Ganz bekannt. Brasilien. I mean, where the fuck should I really even start? Arschbauer geht jeder. Yo. Celebrities that you didn't know had disabilities. Ne, was? Ja. Ginger ist ja rothaarig, ne? Ja, deswegen. Boy wird direkt gebannt. Jan wurde gebannt, weil er OmmeTV gestreamt hat. Echt? Wurde jemand gebannt? Nee, mir verwirrt gerade. Was? An die letzte Reihe. Im Unterricht wird nicht gegessen. Ich glaube, es spinnt. Packt das Essen jetzt weg. Raus mit euch. Es reicht mir jetzt. Ziemlich nice. Oh, das ist. Was ist besser als die Frage? Digga! Optisch gesehen. Was sagst du? Shiny oder Glut? Ach, Digga, was ist das denn? Hat man nicht irgendwie noch einen zweiten Daumen? Die Frisur ist immer. Was guckst du so? Ey, ich hab keinen Plan, wie man mit Kindern runter. Ich hätte auch Angst vor dem. Die Frisur so, die Augen so. Ich hätte als Baby auch Angst, glaube ich. Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Ha, ja, ja, ja. Ich grüße die katholische. Das ist doch das Game. Hä? Warum lässt sich denn der Stuhl auch so umklappen? So war nach vorne, als ob man dann so sitzt oder was? Hä? Warum geht das? Ja, ein TikTok hat auf Twitch Omnis gestreamt und wurde gebannt. Dadurch streamt er jetzt auf YouTube. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Ich hab nicht einmal Minecraft selber gespielt. Ja, und heute gibt es eine Runde Minecraft. Oh, Reni! Merkel macht Shisha-Bar auf. In Capstock, stark, Sumatra! Merkel beobachtet skeptisch, dass Shishas wieder offen sind. Pass auf! Jetzt habe ich es übelst verkackt, aber Henk jetzt auch verkackt. Unge in der Shisha-Bar. Das stimmt. So sieht der doch aus, oder? Ja, aus, was? Oder? Ich hätte erst. Ich will einen Ausweis beantragen. Ballert, Alter. Ja, eindeutig. Was ist denn heute los? Alter. Ja, sonst kann ich nicht so lachen über so Furzdinger, das ist nicht so mein Humor. Aber sonst kann ich das Video, der Anfang war richtig stark mit dem Stern-TV-Ding mit Monte, das habe ich mega gelacht, das war richtig gut gemacht, also Props gehen raus. Oh Mann, ey, das war richtig geil. Yo, ich bin ein Profi, die Profi nur mit B, so wie ein Brody.